Der Vorwurf der vermeintlichen Totalausspähung in Deutschland ist nach den Angaben der NSA, des britischen Dienstes und unserer Nachrichtendienste vom Tisch. Es ist vom Tisch. So kann man es auch machen. Es ist einfach vom Tisch. Morgen sagt er, der Nahostkonflikt ist Geschichte. Klimakatastrophe können wir vergessen. Und Leute, der August ist auch beendet. So einen bräuchte es auch bei der Bahn. Die Stadt Mainz ist zurzeit immer noch nicht mit dem Zug zu erreichen und Bahnchef Grube agiert so ein bisschen inkonsequent. Sie sind ja heute mit dem Auto angereist, obwohl Sie eigentlich prestigeträchtigerweise mit der Bahn hätten kommen müssen, oder? Wissen Sie, den Quatsch, den mache ich schon lange nicht mehr, den habe ich nie gemacht. Der Quatsch! Zug fahren! Ja, hier! Wer macht denn sowas? Den Quatsch mache ich nicht, nee. Den Quatsch! Nicht mit mir, so ein Quatsch. Das denken sich wahrscheinlich auch immer mehr Fahrdienstleiter, die bei der Bahn Überstunden vor sich herschieben. Einer von ihnen hat sich bereit erklärt, bei uns im Studio vorbeizuschauen. Herzlich willkommen, Johannes Schlüter. Herzlich willkommen. Entschuldigung, Johannes Schlüter. Ist das das neue Outfit der Bahn oder was? Nee, das musste alles ganz schnell gehen. Ich komme ja direkt aus Can Yamil auf Mallorca. Yeah. Und ja, ich hatte ja 3 Jahre keinen Urlaub mehr. Das war mein erster Urlaub und ich wollte gerade ins Wasser gehen und da habe ich an der Hotelbar im Fernsehen gesehen, wie der Generalsekretär von der FDP, Herr Döring, das hier gesagt hat. Die Mitarbeiter, die jetzt im Urlaub sind, müssen sofort zurück ins Stellwerk und den Eisenbahnverkehr in Mainz sicherstellen. Ja. Wenn Herr Döring das sagt, dann mache ich das natürlich auch sofort. Also, natürlich. Ich wollte gleich an meinen Arbeitsplatz in Mainz, bin sofort nach Frankfurt geflogen, dann ab in den Zug. Aber das Problem war nur, der hält ja nicht in Mainz. Das ist genau das Problem. Ja. Der Bahnhof ist zurzeit nicht erreichbar. Der Mainzer Bahnhof ist zurzeit über die Schiene gar nicht erreichbar. Ja, also über die Schiene schon, aber halt nur zu Fuß. Und meine Schuhe sind auf Mallorca. Ja, das ist ein Problem. Schuld daran ist ja diese unglaubliche Sparpolitik der Bahn, dass die unbedingt an die Börse wollten, aber nicht richtig investiert haben. Ja, aber nee, gut, einiges hat sich doch geändert. Also wenn Sie sich vielleicht erinnern, früher waren die Züge so klapprige Dosen und die haben beim Fahren gerattert und geschaukelt. Ja. Ne? Und heute, da merkt man teilweise gar nicht mehr, dass man fährt. Okay, ist dann doch modernere Technik. Nee, weil man halt nicht mehr fährt. Ach so. Ja, gut, ja. So wie auch in Mainz. Eine sehr gute Überleitung, vielen Dank. In Mainz fährt nämlich auch nichts mehr. Wir schalten mal dahin zu Ihrem Kollegen. Es ist, glaube ich, Herr Ziesemer. Meine Damen und Herren, an Gleis 2 fährt ein. Also sollte eigentlich rein theoretisch der ICE Hartmut Medon nach Frankfurt einfahren. Tut aber nicht. Für die weitere Reise empfehlen wir deshalb das Mainzer Busunternehmen Bernis Beste Busreisen zweimal wöchentlich vom Busbahnhof gegenüber oder den örtlichen Fahrradverleih. Mein persönlicher Heimtipp, nehmen Sie den Kreisverkehr gleich hinterm Hauptbahnhof, eine hervorragende Stammmöglichkeit zum Trempe. Falls Sie besonders dringend nach Frankfurt müssen, meine Kollegin, die Frau Ebene, fährt in einer halben Stunde mit ihrem Privat-Pkw nach Frankfurt. Allerdings nimmt sie von Hause aus nur Nichtraucher, Schlagerfreunde und Tierliebhaber mit. So, in diesem Sinne, thank you for traveling with Deutsche Bahn. Erschreckende Bilder. Schlimme Szenen in Mainz. Was glauben Sie denn? Herr Schlüter, haben Sie vielleicht schon so ein bisschen Insider-Informationen? Wird denn nach dieser Megapleite sich mal irgendwas ändern bei der Bahn? Ja, also ich habe gehört, die Bahn wird wohl zum Herbst ihren Fahrplan ändern. Es werden dann nicht mehr einzelne Städte angefahren, sondern man kann doch so grob wählen, ob man jetzt nach Norden oder nach Süden will. Ja, und was wird jetzt aus Mainz? Das wird schon. Beim runden Tisch hat die Bahn ja für nächste Woche eine schnelle und unbürokratische Lösung schon versprochen. Also doch jetzt mehr Personal? Nein, aber am Bahnhof Wiesbaden werden die ersten beiden Gleise in Mainz umbenannt. Herr Schlüter, Sie sind so positiv. Ich verstehe das gar nicht. Ja. Ich meine, Sie müssen doch auch sauer sein auf die Bahn. Sie haben doch die ganze Arbeit. Warum sind Sie denn immer noch so positiv? Oder ist es so, dass Sie gefeuert werden, wenn Sie irgendwas anderes sagen als die Bahn ist ein prima Arbeitgeber? Die Bahn ist ein prima Arbeitgeber. Vielen Dank, Johannes Schlüter. Und jetzt weiter mit Abgehakt, die Woche aus der Sicht der Nachrichten.